Bereit für die Zukunft? Dann hol dir jetzt die limitierten Retro-Designs von Team Melone, Totemas Overprint, Saftig Glowing und dem Retro City Hochdruck. Und es gibt neue Plüschtiere von Billy, Sido, Totem und Titus, ebenso wie Bratoy Ultra Mystery Boxen. Limitiert nur für kurze Zeit, jetzt auf shop.chaoswitzig.com. SBJ096, der schüchterne Mann. Auf geht's, runter in Etage 4. Wer sein Gesicht sieht, löst endlose Wut aus. Freiheit wird kommen, er ist auch schon da. Ah, warte mal, Leute! Ist das hier der Totenkopf? Und das hier? Subjekt 096? Leute! Okay, was mache ich? Was ist der Plan? Ich hoffe, jetzt meine dreht sich einfach nicht um. Oh mein Gott, das Weinen ist ultra laut. Okay. Ich hoffe mal, dort oben im Fischerdorf geht gerade keiner. Weil ich sehe ihn dann sonst direkt. Aber er ist, glaube ich, gerade passiv. Professor Koffer oder nicht? Dr. Duscher hat ja irgendwann sowas gesagt. Ich glaube, Koffer war's. Ich muss ihm Bescheid geben. Okay, Leute, das ist der Totenkopf? Ich hoffe, der dreht sich nicht um. Und hier sind die ganzen Leute. Ja, und das dem sein Gesicht so ähnlich irgendwie. Okay. Also, sobald irgendjemand den jetzt anschaut oder ein Bild von dem sieht, wird er aggressiv. Und ich glaube, weinen macht er, wenn er Dings ist. Oh mein Gott, lass schnell zurück. Alter, Leute. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hinterher oder so. Keine Ahnung. Wir müssen unbedingt Professor Koffer Bescheid geben. Und Dr. Dusche. Warte mal, wie ging die Tür hier auf? Nein, das ist verwachsen! Oh nein! Leute! Ich bin ausgesperrt! Okay! Ich glaube, wir haben ein kleines Problem, Leute! Oh nein. Leute, wie es aussieht, warte mal, komme ich ernsthaft nicht durch? Nope, das ist anscheinend eine ultradichte Tür. Okay. Leute, wie es ausschaut, müssen wir an dem vorbei. Oh, Leute, ich gucke am Boden. Aber das bringt mir nichts, weil... Oh. Okay. Eine Sache, die mir... Okay, ich glaube, der war ja gigantisch groß, Leute. 6 Blöcke. Der passt safe nicht in diese Höhle rein, oder? Also hier ist er, glaube ich, mal nicht. Okay. Ich muss wirklich vorsichtig sein. Wenn ich ihn einmal ins Gesicht schaue, war es das mit Paradox. Dann war es mit dem Projekt, weil dann werde ich safe sterben. Hier ist er nicht. Okay, ich gucke am Boden. Ich höre noch kein Weinen. Oh, Leute, warum muss immer zu sowas kommen? Okay, ich gucke am Boden. Oh, ich höre ein Weinen. Okay, Leute. Ich sag's dir, er kann sich jeden Moment umdrehen. Ich muss dann wirklich aufpassen. Es wird leiser. Aber ich glaube, das ist die Richtung, oder? Er könnte jetzt umgedreht haben oder aufgestanden sein. Er sitzt, glaube ich, nur manchmal. Ey, Leute, ich finde den creepier als Monster, wo ich weiß, wie die ausschauen. Ich weiß nicht, warum. Dieser Gedanke, dass ich nicht weiß, wie dem sein Gesicht ausschaut, macht mich verrückt. Okay, ich glaube, ich bin ganz nah dran, Leute. Oh, oh. Ist er weg? Er war doch hier, oder? Ja, komm, hier ist der Totenkopf. Ganz ruhig, Leute. Ich muss aufpassen. Okay. Ich darf ihn, wenn ich ihn einmal in meinem Sichtfeld habe, selbst wenn... Okay. Ganz ruhig. Wie mache ich das jetzt? Okay. Ich schaue nicht nach vorne. Wenn ich jetzt nach vorne schaue und der irgendwo im Wald steht, hinter einem Baum, dann war's das. Okay. Ich fahre mal zurück. Leute, wir müssen die Leute retten. Wir müssen die Leute im Dorf retten. Oh mein Gott, ich bin jetzt so angespannt. Ich sag es dir. Oh mein Gott. Wir müssen es vermeiden, Gegenden anzuschauen,
die in die Weite gehen. Wir müssen immer unser Sichtfeld irgendwo haben, wo es geschlossen ist. Weil Leute, wenn der nicht mehr dort beim Totenkopf sitzt, heißt das, er ist wahrscheinlich zum Dorf gegangen. Oh mein Gott, wir müssen aufpassen. Ich glaube, hier ist safe, oder? Ich guck trotzdem eher am Boden. Nur ein bisschen höher, damit ich wenigstens sehe, wo ich langlaufe. Sobald wir Weinen hören, ich glaube, man hört ihn von weit weg. Sobald wir Weinen hören, oder ich irgendwelche weißen Gliedmaßen oder so sehe, laufe ich weg. Es war ein bisschen dumm gerade, Leute, aber ich muss es machen. Wenn ich jetzt hochguck und irgendwo in der Ferne, 100 Blöcke weit weg, er steht und mich anguckt, dann bin ich tot, weil dann wieder aggressiv. Ich glaube, der ist so ähnlich wie ein Enderman. Nur ist ein Enderman ein Babypups ist im Vergleich zu dem hier. Wirklich. Der ist nämlich unzerstörbar. Weint. Ist tausendmal gruseliger als der andere. Okay, ist das Dorf. Okay, ich glaube, hier sind wir safe. Ich höre noch nichts. Wo sind die Leute? Leute? Wo sind die Fischer? Nein, wo ist... Oh, oh. Leute, ich glaube... Never war der schon hier, oder? Hier ist Torbys Haus. Ja, Leute. Torby hat letztendlich einen Abgang einer Legende gemacht, ja. Oh, oh mein Gott! Alter, oh mein Gott, hast du mich gerade erschrocken? Hey, du! Was machst du hier? Bert! Oh mein Gott, Leute, ich dachte gerade, er ist hier, das 96. Hier ist es nicht mehr sicher. Ja, das habe ich mitbekommen. Bert! Du musst aufpassen, ich weiß nicht, ob du es weißt. Schau am Boden. Er könnte überall sein. Hast du den schwarzen Alarm nicht mitbekommen? Doch, warte mal. Warte mal, du weißt vom Alarm? Das war der Bürgermeister. Komm mit, ich bring dich in Sicherheit. Oh nein, der Typ hier. Nein, der Angler! Weißt du, ich habe dir nicht alles über die Insel erzählt. Leute, ich glaube... Die anderen Leute wurden schon, ich will es nicht sagen, aber von dem 96 gefunden. Die beiden Koffer da drüben haben dich bestimmt schon aufgeklärt, was hier auf der Insel so passiert. Warte mal, du kennst Professor Koffer und Dr. Dusche? Oder wie? Auf der Insel gibt es keine Tiere, weil die Anomalien alle getötet haben. Ach, deswegen, Leute, bist du noch am Anfang in Folge 1, die haben mir alles erklärt. Leute! Der weiß Bescheid über die Anomalien. Alle anderen Fischer, die von den Kreaturen erfahren haben, haben Klasse C Medikamente erhalten, damit sie alles vergessen. LOL! Das heißt, alle anderen hier wurden irgendwie mit Medikamenten zugebombt? Die Nebenwirkung, dass sie etwas verrückter werden. Diese Methode wurde weltweit bei allen 4 Meteoren angewandt. Oh mein Gott, bist du dir sicher? LOL, warte mal, das heißt, das ist der Grund, warum alle Leute in den Projekten zu verrückt sind, Leute. Ich dachte mir schon, ich bin aber nur hier bei den falschen Leuten unterwegs. Leute, alle Leute von allen 4 Meteoren, ja, alle 4 Meteoren von Ritual, Vampir, Yeti und hier bei Paradox. Alle Leute, die anscheinend von Kreaturen mitbekommen haben, haben Medikamente erhalten, damit die Öffentlichkeit nicht irgendwie in Panik gerät. Und deswegen sind die verrückt geworden. Ich bin Ex-MTF-Captain Fischer. LOL! Ich habe den MTF-Squad geleitet und alle Monster erstmals eingefangen. Warte mal, du willst mir sagen, dass er damals das MTF-Squad geleitet hat? Und jetzt ist er schon in Pension, oder wie? Achso, in Ruhestand. Vor 5 Jahren ging ich in den Ruhestand. Ich bin schließlich nicht mehr der Jüngste. Okay, Leute, kurze Theoriestunde. Das heißt, er weiß von allen. Er war früher einer von denen, die die ganzen Monster gejagt haben oder so. Ey, das ist so verrückt. Leute, wenn euch Paradox gefällt, Leute, abonniert mich unbedingt, ja? Es gibt nicht mehr viele Folgen. 10 Folgen wird wahrscheinlich Paradox gehen. Oder plus, minus, ich habe keine Ahnung. Je nachdem, wie lange die Geschichte hier dauert. Unbedingt nicht nichts Folgen verpassen. Aktiviert die Glocke. Und ganz ehrlich, Leute, lasst mir mal ein Like da, ja? Serien wie Paradox sind extremst aufwendig. Da würde es mich megamäßig freuen, wenn ihr einfach einen Daumen hoch da lässt, ja? Und einen netten Kommentar schreibt. Und wenn ihr vorbeischaut auf shop.crowdfitty.com hier. Ich weiß, ich sage es oft hier, aber so Sachen wie mein Shop macht Serien wie Paradox überhaupt erst möglich, ja? Das macht es möglich, dass ich so viel Zeit reinstecken kann und vor allem auch Geld in die ganze Entwicklung von dem Ganzen hier. Also Leute, würde mich ultra freuen. Ich glaube, es ist noch 8 Tage sogar. 8 Tage, die Retro-Edition. Also seid schnell, wenn ihr noch was ergattern wollt hier. Aber okay, Bert, was jetzt hier?
Nun denn, SBJ 096, er ist wieder frei. Mein schlimmster Albtraum. Ja, ich hab schon mitbekommen, Stufe Schwarz. Bert, du solltest am Boden gucken. Ich will dir noch so einen kleinen Tipp geben. 1977 wurde der schüchterne Mann zum ersten Mal auf der Insel gesichtet. Das heißt, hat er nicht gesagt, 1977 war der erste Vorfall? Leute, in Folge 1, oder? Kurz nach dem ersten von 4 Meteoren, der hier in der Nähe eingeschlagen ist. Lol, das heißt, stimmt, das ist ein Meteor war hier in der Nähe von der Insel. Okay. Und kurz nachdem, er hat über 40 unserer Männer gekillt. Über 40 MTF-Squad-Leute. Erinnert euch, die MTF-Squads waren diese Militärleute, die die Monster einfangen, wenn die ausbrechen. Aber Leute, ich glaube bei dem. Doch letztendlich habe ich ihn eingefangen. Warte, du hast damals 96 eingefangen? Den schüchternen Mann? Warte, wie? Indem ich ihm eine Tüte von hinten über den Kopf gezogen hatte. LOL. Das heißt, Leute, wie lucky muss das sein? Er hätte ja jeden Moment umdrehen können und dann wäre es das gewesen mit Bert. Oder was? Was hat es gekostet? Mein Leben, beinahe. So wie bei 59 Tote. Das ist 40 von den MTF-Leuten wurden gekillt von 096. Und 19 Bürger, glaube ich. Oder? Irgend so wie, ey Leute, wir müssen... Aber 096 hat sich entwickelt. Dieselbe Strategie funktioniert kein zweites Mal. Leute, das heißt, Subjekt 96 ist nicht mehr so einfach einzufangen. Das ist damals mit der Tüte, der hat sich gemerkt und jetzt geht das nicht mehr, oder wie? Warte, was ist das hier? Das hier ist mein alter Bunker, wo wir uns auch 1977 versteckt hatten. Warte, ist das ein Bunker? Für den Fall, hier sollten wir sicher sein. Die Tür ist aus 98,997%igem Titanium. Okay. Ja, Leute, ich glaube... Oh, ich darf nicht so viel in die Ferne schauen. Die Leute leben! Guck mal, die sind alle hier drin. Komm rein. Kann ich das... Ah, ich kann es nicht... Ah, er kann es. Ah, er hat einen Schlüssel oder so. Komm rein. Oh nein, Rainer lebt auch noch. Wir haben damals im Labor viel probiert, um 096 zu vernichten. Ja? Ey Leute, kein Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie jemals 096 aufhalten zu können. Ich meine, eine Taktik ist, wir verstecken uns hier einfach, ja? Wir verstecken uns so lange, bis irgendjemand, oder vielleicht bis ihm langweilig wird und er irgendwo kann man, wegläuft. Aber er generiert seinen Körper schneller, als du blinzeln kannst. Jetzt dachte ich mir. Also selbst mit der Atombombe, wie wir die Yetis damals besiegt haben, könnten wir 96 nicht besiegen. Der heilt sich schneller, als wir, als ich blinzeln kann oder so. Also der regeneriert sich. Professor Koffer hatte damals sogar die geniale Idee, einen Spiegel in seiner Zelle zu bewegen. Ja, stimmt, das dachte ich mir auch schon. Was ist, wenn 096, weil er greift ja jeden an, bis zum Tod, der sein Gesicht sieht. Was, wenn er sich selber anschaut? Ja. Damit er sich selber sieht und sich selbst zerstört. Ja? Aber es hat nicht geklappt, oder? Sonst wäre er jetzt nicht am Leben. Doch es stellt sich raus, dass 096 blind ist? Warte, was? Subjekt 096 ist blind? Aber wie sieht er dann irgendwie? Er kann nicht sehen. Er fühlt seine Umgebung und weiß durch eine paranormale Kraft die genaue Position seiner Opfer. Was? Leute, also eure Spiegeltheorie bringt nichts. Leute, ich dachte es mir auch schon. Also er ist blind, aber er weiß, wo alles... Ey, Leute, der... Alle Tests sind wirkungslos. Ja, Leute, das wirkt... Leute, ich glaube, der ist nicht ohne Grund. In Etage Schwarz. Die vierte. Extrem. Ja, nun denn. Jetzt gilt nur hoffen und beten, dass er uns nicht zufällig findet. Oh, Leute... Stimmt, weil er läuft ja. Ich glaube, der bewegt sich einfach so, auch wenn er nicht irgendwie aggressiv ist. Falls doch, schau auf den Boden oder gegen die Wand. Ja, das dachte ich mir vorhin schon. Du warst richtig unvorsichtig und ich auch jetzt gerade eben. Wir hatten Glück, dass er nicht irgendwo draußen ist. Egal wohin, Hauptsache nicht in sein Gesicht. Okay. Das hat gemerkt, Notfall. Das habe ich eigentlich eh schon gemacht. Ich weiß es eigentlich eh schon. Also bin ich echt schon gut gewappnet. Ey Leute, Hauptsache die ganzen alten Leute haben überlebt hier. Und was ist denn ein Bunker? Und vermeide alle elektronischen Geräte sowie Zeichengeräte. Ja, stimmt, weil sogar wenn man sich irgendeine Zeichnung anschaut, die genau genug ist, glaube ich, von ihm. Also das, was wir in Etage 4 gesehen haben, das war nicht genau genug. Das war einfach nur mit Pixeln, glaube ich. Mit so Aszi.
Gewöhn dich schon mal an den Bunker. Er wird dein neues Zuhause werden. Ja, lol. Okay. Leute, Minecraft Paradox wird ab sofort anscheinend zum Minecraft Bunker. Okay. Schlüssel. Und hier nehmen wir den zweiten Schlüssel für alle Fälle. Okay, das heißt, die Tür ist ultra stark. Und die kann ich nur mit dem Schlüssel öffnen, oder? Warte. Ja, nur der Schlüssel. Okay. Ich lasse die mal zu. Nicht, dass irgendwas passiert. Was ist mit den Leuten hier? Zum Glück bin ich endlich weg aus dem Irrenhaus. Warte, was? Der holländige Wappler mit seiner depperten Mucken regt schon wieder auf. Ich glaube, bei dem Glatsch. Also stimmt, Leute. Der wohnt mit Manfred zusammen. Wann der wiederkommt, zuck ich bald wirklich aus. Leute, der Typ mit seinem österreichischen Auszucker. Was mit dem hier? Udo, Klamotten sind für die Trotteln. Ah, ja, stimmt, Leute. Ich bin echt froh, dass die überlebt haben. Ich dachte, die sind alle tot. Essen und Trinken haben die aufgestockt hier. Waffen. Hier unten sieht uns eh keiner. Also, ich sehe dich, okay? Ich will nicht irgendwie, wie in den 70ern. Wuhu! Warte mal, war der in den 70ern auch schon da? 1977? Was mit Rainer? Okay, danke. Habe ich mich schon immer gefragt. Nun, warte, was? Ich dachte vorhin, ich hatte einen Fisch gesehen. Ja, Leute, das ist der Typ, der nie einen Fisch geangelt hat, gell? Ja, du in einem Klo, so ein Mist. Aber nicht die Hoffnung aufgeben. Das wird bestimmt noch. Ich hab Geduld. Also, selbst wenn du einen Fisch angelst, ich glaube, das wird nicht so ein Fisch, wie du dir wahrscheinlich vorstellst. Wird wahrscheinlich ein bisschen brauner werden, aber, okay. Leute, der hat auch überlebt. Wolfred. Oh, hey, du sprechender Melonenfisch. Lange nicht gesehen. Warte mal. Seit wann tragen Fische Hosen? Job. Okay. Das ist, ich glaube, die, aber Leute, irgendwie wird das Essen noch aus sein, oder? Also sicher wirkt das für mich nicht. Was ist hier hinten, Leute? Komm, ich glaube, hier ist... Hier ist ein Fässer. Ja, ist wahrscheinlich der gute Fischerwein oder so, den die immer trinken. Lol. Hier könnte man sich gut verstecken, theoretisch. Oh nein. Oh nein. Hast du das gehört? Bert, das kam von draußen, oder? Oh oh. Das kam von der Tür. Schon wieder. Oh nein, Leute. Nicht aufmachen. Ich habe meine Ultrawaffe. Oh mein Gott, schon wieder. Wenn ich weinen höre, dann laufe ich weg. Ich höre kein... Warte, was? Manfred! Lol, was machst du hier? Experiment? Lol, Leute, ich dachte schon... Leute, ich habe mich schon gefragt, wo Manfred ist. Weil er war nicht hier. Manfred, hör auf, Experiment zu machen. Stopp. Honig? Ja, Manfred, hier. Manfred, schnell. Du musst hier rein, schnell, Manfred. Okay, Manfred, hör mir zu. Draußen ist einer, der heißt Subjekt 096. Dem darfst du nicht die Augen schauen. Der ist 6 Blöcke groß. Okay, weil wenn du ihm die Augen schaust, tötet er dich. Du musst wirklich aufpassen. Ja, wir müssen jetzt hier drin bleiben. Bunkerparty? Ja, du kannst von mir aus hier ein bisschen Party machen, Manfred. Versprich mir, du darfst nicht den Bunker verlassen. Experiment? Nein! Manfred! Kein Experiment! Stopp! Manfred, der hört das doch sonst! 096, der ist vielleicht blind oder so, aber nicht taub. Ja. Okay, der ist der schüchterne Mann, Manfred, ja? Ich meine, ein schüchterner Mann wird wahrscheinlich nicht auf Partys gehen oder so. Bist du Retro? Red einfach mit Bert. Bert, ignoriere ihn. Er ist... Leute, Manfred, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Manfred, hast du überhaupt schon mitbekommen? Du bist jetzt in Stufe Rot-Objekt. Ja, die haben dich hochgestuft. Die suchen nach dir. Fred Mann? was für Fred Mann? Manfred, ja, das ist dein Name, nur aufgeteilt. Manfred, du musst mir... Fritz? Warte, was? Fritz? Leute, Fritz war ja irgendwie der alte Mann von Manfred, bevor er verrückt wurde. Schwester Fritz? Warte, das warst nicht du? Weil, Leute, es gab ja in einem Ritual irgendjemanden, der hieß Fritz und sah gleich aus wie Manfred. Die Laborleute haben mir gesagt, dass es Manfred war vor dem Meteor. Aber Manfred hat ja gesagt, dass es seine Schwester war? Warte,
Ihr wart, glaube ich, Zwillinge oder was? Das ist Manfred war schon immer verrückt. Oder wie? Darf ich mir das vorstellen? Okay, Manfred. Ja, alles klar. Ich schaue mich doch mal hier hinten um, Leute. Weil hier hinten kann man sich, glaube ich, gut verstecken. Das heißt, für den Fall, dass irgendwie, keine Ahnung, der schüchterne Mann doch in den Bunker finden sollte, kann ich hier hinten... Leute! Nein, 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 das war der mysteriöse Typ! Manfred! Was hat er gemacht? Honig? Leute, der war auch da, wo alle ausgebrochen sind. Erinnert ihr euch? Wo Suferon ausgebrochen ist. Manfred, wer war das? Laborbox? Was für Laborbox? Leute, warum verschwindet der immer? Der ist immer da, bevor irgendwas passiert. Muss ich jetzt Angst haben? Manfred, was ist das? Hä? Hey, was hast du gerade? Manfred? Okay. Ein Paper? Manfred, wer war das? Und wie kam der rein, Leute? Foto? Was für ein Foto? Manfred? Hast du ein Fotoapparat mit? Weißer... Oh, Manfred, Manfred! Ist das so ein Typ... Okay, ist so ein Typ mit einem großen Mund drauf? Oh, oh. Oh, ich höre ihn weinen. Manfred! Hast du aus dem Labor ein Bild von dem geklaut? Bist du Vampir? Oh mein Gott! Manfred, versteck dich, versteck dich! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, Alter, er ist hier! Ich hab Manfred nicht angeschaut! Oh mein Gott, das ist so creepy! Auf den Boden schauen! Auf den Boden schauen! Oh mein Gott! Nein! Ich bleib hier, Leute! Solange ich ihn nicht anschaue, bin ich safe! Oh nein, Leute! Also, als Professor Koffer gesagt hat, dass das ein lautes Schreien ist, hab ich mir das ein bisschen anders vorgestellt! Manfred? Nein! Manfred muss laid by! So, SBJ096, ich sehe es im Chat ganz leicht. Nein, er hat Manfred gekillt! Nein! Okay, ich glaube, er weint wieder. Nein! Leute, Manfred! Bist du Vampir, noch gesagt. Leute, hat der mysteriöse Typ ihm die Kiste gegeben? Ganz ruhig. Ich habe Angst, rauszugehen. Leute, nein, Manfred! Ist auch eine echte Todesmeldung, Leute. Das gibt Rache. Warte. Ich spiele das jetzt so safe wie möglich. Ich höre ihn richtig laut weinen. Oh nein, Leute. Ganz ruhig. Leute! Er ist hier! Ist er hinten? Ich weiß nicht, ob er nach... Okay, er guckt hier. Oh mein Gott! Ist er alle tot? Oh mein Gott! Leute! Nicht sie weg! Leute! War's das? Leute, Manfred ist tot! Bereit für die Zukunft? Dann hol dir jetzt die limitierten Retro-Designs von Team Melone, Totem aus Overprint, Saftig Glowing und dem Retro-Steady Hochdruck. Und es gibt neue Plüschtiere von Billy, Sido, Totem und Titus, ebenso wie brandneue Ultra-Mystery-Boxen. Limitiert nur für kurze Zeit, jetzt auf shop.chaoswitzig.com.